Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich komme aus Berlin und in Berlin haben wir mittlerweile schon fast Ferien. Also wir haben jetzt noch 3 Tage Schule und dann haben wir endlich die Sommerferien. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ferien habt. Aber ich dachte mir, dass ein ziemlich guter Anlass ist, vielleicht mal wieder über das Thema Gewohnheiten zu reden. Falls ihr meinen Kanal schon etwas länger kennt, wisst ihr, dass ich super gerne über Gewohnheiten und über Routinen rede und vor allem darüber, welche Gewohnheiten wir in unserem Leben etablieren können, die uns etwas weiterhelfen im Leben. Und heute gibt es, ich glaube, 6 gesunde Gewohnheiten, die du in den Ferien etablieren kannst in deinem Leben, um einen, ja, erfolgreichen, schönen Sommer zu haben, sozusagen. Die erste Gewohnheit wäre, dem 5 AM Club beizutreten. Spoiler, du musst nicht wirklich in irgendeinen Club eintreten, es geht nur darum, um 5 Uhr morgens früh aufzustehen. Was erstmal total krass klingt, also wer möchte in den Ferien eigentlich um 5 Uhr morgens freiwillig aufstehen? Aber ich persönlich stehe tatsächlich wirklich jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf, was nicht immer so gut funktioniert, weil ich öfter mal spät schlafen gehe, aber es hat mein Leben wirklich so verändert. Ich kann euch sagen, wenn ich morgens mindestens eine Stunde vor euch selbst nehme, kann es euer Leben so zum Besseren verändern und ach ja, es hat mir wirklich sehr geholfen in meinem Leben, da ich einfach merke, dass ich ein viel ausgeglichener Mensch bin, weil ich halt beispielsweise, es ist gerade einfach 7 Uhr morgens und ich habe gleich Schule, aber ich mache einfach die ganzen Aufgaben, die ich sonst nachmittags gemacht hätte, mache ich jetzt immer morgens und das hilft mir einfach so, weil ich gemerkt habe, dass ich ein Morgenmensch bin, was ich vorher nicht wusste. Ich dachte vorher, ich bin ein Langschläfer, ich möchte abends was machen und ich habe gemerkt, das stimmt gar nicht, oder? Ich glaube, man kann sich umtrainieren. Aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Also es kann auch sein, dass du vielleicht eine Person bist, die nicht morgens gerne was machen möchte oder die nicht morgens produktiv sein kann. Und das ist auch vollkommen okay. Also das hier soll auf jeden Fall eher dazu anregen, darüber nachzudenken, es auszuprobieren und sich einfach mal die Zeit zu nehmen, um zu gucken, welcher Rhythmus passt für mich, was ist für mich gut. Oder wäre halt eine Idee, mal zu versuchen, um 5 Uhr morgens aufzustehen oder einfach mal zu gucken, ob das für einen funktioniert. Was ich aber auch noch sehr wichtig finde, ist genügend Schlaf zu bekommen. Und gerade in den Ferien bleiben wir immer etwas länger wach und deswegen wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, dann irgendwie nur so 4 Stunden zu schlafen, wenn man um 1 Uhr nachts ins Bett geht. Aber wie gesagt, es soll nur zum Nachdenken und zum Ausprobieren hier anregen. Falls dir das Video ein bisschen gefallen hat, kannst du schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben oder auch meinen Kanal abonnieren. Denn auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Lernen, Organisation, Produktivität, Gewohnheiten und so weiter. Also abonniere sehr gerne meinen Kanal und komm in die Community, falls du auch Lust hast, darüber mehr zu lernen, dich mit uns auszutauschen und einfach Spaß zu haben. Dann abonniere sehr gerne. Die zweite Gewohnheit ist, Dankbarkeit zu entwickeln. Und da habe ich die spezielle Gewohnheit, jeden Tag eine Sache aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Ich persönlich habe hier dieses Happiness-Glas, wo ich immer Dinge reinschreibe, wenn ich etwas Cooles erlebt habe, sozusagen. Also da sind ganz viele Glücksmomente drin und wenn ich für eine Sache dankbar bin, schreibe ich die auf, packe sie hier rein und kann mir Ende des Jahres einfach alles angucken und mich dann über die ganzen Momente freuen. Ich weiß schon echt nicht mehr, was da alles drin steht, aber ich bin sehr gespannt. Und sowas könntest du beispielsweise auch machen und jeden Tag eine Sache aufschreiben, für die du dankbar bist. Oder die nächste Idee ist, dass wir einfach unsere Accountability-Buddies nämlich sind. Falls ihr wissen möchtet, was ist, guckt ihr gerne dieses Video hier an. Und zwar sind wir alle Accountability Buddies und können einfach in den Kommentaren eine Liste anfangen mit Dingen, für die wir dankbar sind. Also wir schreiben einfach alle einen Kommentar unten hin und machen dann so erstens, dann schreiben wir, was wir dann am ersten Tag der Ferien dankbar sind und machen so eine lange Liste und können dann sozusagen jeden Tag wieder zu diesem Video hier zurückkommen und es dort reinschreiben. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz coole Idee. Das kannst du auch sehr gerne machen, falls du darauf Lust hast. Die dritte Gewohnheit ist zu lesen. Als kleines Kind, so in der Grundschule, erste, zweite, dritte Klasse oder so, war ich eine Person, die sehr, sehr gerne und sehr viel gelesen hat, weil meine Eltern immer früher vorgelesen haben und ich so auch immer den Spaß daran gefunden habe und ja, die Interesse daran entwickelt habe, habe dann aber langsam so 6. oder 7. Klasse, glaube ich, aufgehört mit dem Lesen, habe fast gar nicht mehr gelesen. Aber ich habe dann wieder ungefähr letztes Jahr angefangen, viel zu lesen und das hat mein Leben total verändert, da ich jetzt vor allem so Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Sachbücher und so lese. Und ich muss auch sagen, ich finde, wenn man viel liest, gibt es einem total den Vorteil im Leben, da man einfach so viel nochmal aus Büchern mitnehmen kann, so viel lernen kann, seine Persönlichkeit stärken kann. Und falls du eine Person bist, die sehr gerne lernt, oder auch wenn nicht, eigentlich ist es trotzdem, glaube ich, sinnvoll, kannst du sehr gerne die Gewohnheit entwickeln, einfach etwas zu lesen. Es muss auch nicht so viel sein, du kannst auch einfach sagen, du möchtest 2 Seiten in einem Tag lesen, es ist wirklich nicht viel, es sind dann vielleicht 10 Minuten oder, also maximal 10 Minuten oder so. Und es kann dir wirklich
wirklich in deinem Leben einfach total helfen und dich viel weiterbringen. Und das wäre eine gute Gewohnheit, diese mal in den Sommerferien zu entwickeln, meiner Meinung nach. Ich bin schon so aufgeregt, in den Ferien einen Lesemarathon zu machen, wieder viel zu lesen. Ich freue mich einfach so. Und falls du dich für das Thema Lesen, Bücher interessierst, kannst du sehr gerne mal bei meiner Leseplaylist vorbeigucken. Ich habe da ganz viele Videos schon gemacht. Sei es Leseinspiration, Motivation, meine Lieblingsbücher, wie kann man mehr lesen, wie kann man schneller lesen, ein Lesemarathon. Ja, das alles gibt's da schon. Der vierte Punkt ist, mal dein Handy wegzulegen und einfach mal offline zu gehen. Ich merke einfach, dass ich an Tagen, in denen ich viel an meinem Handy bin, also sei es irgendwie so 6, 7 oder noch mehr Stunden, merke ich einfach, wenn ich abends mich hinsetze und überlege, was habe ich an dem Tag gemacht, das mache ich nämlich jeden Tag, dann merke ich einfach, ich habe irgendwie nicht wirklich was gemacht und ich kann auch nichts aufschreiben oder davon nichts erzählen, weil ich immer nichts gemacht habe. Und ich denke, wenn ich viel am Handy bin, dann lebe ich irgendwie nur das Leben von anderen, da ich mir TikToks von anderen angucke, Instagram von anderen angucke, Netflix gucke und das Leben von anderen so lebe, aber nie wirklich mein eigenes Leben in dem Moment dann lebe. Und das ist halt irgendwie nicht so ganz der Sinn dahinter, hinter dem Leben, nur das Leben von anderen zu leben. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, dass es mir total gut tut, wenn ich nicht so viel am Handy bin. Ich glaube, ich würde niemals freiwillig total auf mein Handy verzichten und es gar nicht mehr benutzen, da sehr viele Vorteile hat, aber es hat auch eben sehr viele Nachteile. Man muss das Ganze irgendwie sinnvoll einsetzen und vor allem auch lernen, wie man es einsetzt. Und ich glaube, da sind die Ferien eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren, vielleicht so ein Detox zu machen und zu gucken, welche Apps brauche ich wirklich, welche können eigentlich weg und wie viel Konsum hilft mir eigentlich, wie viel Konsum ist sinnvoll und ab wann stört es mich und ist nur ablenkend. Die fünfte Gewohnheit ist, Dinge von deiner Bucketlist abzuarbeiten. Falls du schon mal in den letzten 2 Videos, glaube ich, geguckt hast, müsstest du schon wissen, dass ich mir für dieses Jahr eine Bucketlist geschrieben habe und ich habe mit euch zusammen eine neue Bucketlist entworfen für dieses Jahr und ich habe auch schon über 100 Ideen geteilt für deine eigene Bucketlist, denn gerade in den Ferien, wenn wir jetzt nicht zur Schule müssen, haben wir einfach total viel Zeit, endlich mal Dinge zu machen, für die wir vielleicht sonst nicht so viel Zeit uns nehmen können. Ich finde es total cool, sich vielleicht so 2, 3 große Projekte auszusuchen, dann noch ganz viele kleine Dinge aufzuschreiben, die man gerne machen möchte und einfach zu versuchen, das irgendwie in seinen Alltag in den Ferien zu integrieren und sich dafür, dass er endlich mal Zeit zu nehmen. Ich denke, dass ich es so machen werde, dass ich mir dann für jeden Tag irgendwie eine Sache raussuche, die ich machen möchte. Also, dass ich dann sage, ich mache jeden Tag eine Sache von meiner Bucketlist und das wird dann so die neue Gewohnheit für die Ferien. Der 6. Punkt ist Meditation. Ich bin nämlich total traurig, dass Meditation oft als nur so etwas Religiöses und Esoterisches angesehen wird, weil es mittlerweile einfach schon so viele wissenschaftliche Grundlagen gibt, dass Meditation einfach dein Leben so verbessern kann. Sei es jetzt ein Thema Konzentration, Gesundheit, Dankbarkeit, Achtsamkeit und so weiter. Hier bin ich wirklich gemerkt, als ich angefangen habe zu meditieren, hat es mir total geholfen. Ich meine damit nicht nur ein oder zweimal, sondern wirklich, als ich angefangen habe, das regelmäßig zu machen, also jeden Tag für 10 Minuten oder so, da habe ich wirklich krasse Veränderungen gemerkt, die mir einfach langfristig sehr geholfen haben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Zum Thema Meditation habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht, was du auch sehr gerne hier findest. Ich habe nochmal alle empfohlenen Videos auch in der Infobox verlinkt, da kannst du sehr gerne vorbeigucken oder auch bei den Videos, die du hier findest irgendwo. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir heute gefallen hat oder auch einen Kommentar zu schreiben. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.